Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Neumond-Orakel und zwar vom 28. Oktober bis zum 11.11. Und am 28. Oktober ist auch schon der nächste Vollmond. Ja, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich und auch alle neuen Abonnenten. Herzlich willkommen. Und ich stelle mich noch mal kurz vor für alle, die mich jetzt noch nicht gesehen haben oder noch nicht kennen. Mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich unterstütze dich energetisch auch an deinen Blockaden zu arbeiten, also mit Energiearbeit die Blockaden aufzulösen und auch wirklich dich dabei zu unterstützen, deine spirituellen Talente zu entfalten, ja, mit meinen Ausbildungen und Seminaren. Und ja, ich freue mich, dass du auf jeden Fall hierher gefunden hast und ja, zu dem Neumond-Orakel. Diesmal wird es auch wieder kein Auswahl-Orakel, sondern ich ziehe jetzt gleich live uns die Karten, was noch für eine Energiequalität uns, ja, was die geistige Welt uns mitteilen will, was jetzt in der nächsten Zeit für uns wichtig ist. Und dann machen wir eine kleine Energieübertragung und ja, mit unseren Wünschen. Ja, der Neumond, die Neumond-Zeitphase eignet sich ja besonders gut, um uns neu auszurichten auf unsere Wünsche. Und deshalb möchte ich die Energieübertragung machen, und zwar in unsere Wünsche hinein, dass die wirklich schneller auch wachsen können, schneller zu uns kommen können. Und vielleicht bevor wir dann starten mit der Energieübertragung, hältst du das Video kurz an und schreibst dir deinen Wunsch auf oder deine Wünsche. Ja, also wer öfters dabei ist, ihr habt ja eure Wunschzettel. Ihr könnt auch gerne also alle Wünsche, die auf dem Zettel stehen, in die Hand nehmen, während wir die Energieübertragung machen und so die Zettel mit den Energien aufladen. Und dann könnt ihr den Zettel wieder in eine schöne Schachtel tun oder in einen schönen Ort, wo ihr ihn aufbewahren wollt. Und dann natürlich immer mal wieder schauen, was hat sich schon erfüllt, was kann ich streichen und welcher neue Wunsch kann dazukommen. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal an und ziehe uns eine Karte von meinen Liebe der Engelkarten. Weil der Neumond ist auch wieder eine Zeit jetzt, wo noch mal viele emotionale Themen hochkommen können. Mich hat es also wirklich gleich zu dem Liebe der Engelkarten gezogen. Also es kann gut sein, dass jetzt in dieser Zeit bei euch noch mal Themen hochkommen, wo ihr dachtet, mein Gott, ja, habe ich doch schon zigmal bearbeitet, jetzt ist es wieder da. Kann sein, dass sich das noch mal zeigt. Also so emotionale Themen, deshalb auch Liebe und Beziehungen. Da schauen wir mal, was sich da zeigt. Ja, fühle die Entspannung. Also die Beziehungen bekommen einen Segen. Und ich lese euch mal vor. Alle Beziehungen erhalten heute den Segen der Engel. Es kommt Bewegung in festgefahrene Situationen. Die Engel richten dich neu aus und du kannst entspannter auf schwierige Situationen reagieren. Ne? Das passt wirklich zu den Sachen, die ich eben auch so gesagt habe, dass dann nochmal emotionale Themen hochkommen können. Und da sind aber die Engel jetzt auch in dem Zeitraum an unserer Seite. Das ist schon mal eine super schöne Karte. Also wisse auch, es kann mal so ein bisschen emotional schwierig werden, aber das geht dann auch wieder vorbei. Dann nehmen wir eine Karte von Bettina Ohler. Herzvertrauen, die kennt ihr auch aus meinen Wochenbotschaften. Die mussten noch dabei sein heute. Und da kommt auch Glaube, Hoffnung und Liebe. Da haben wir die Karte Glaube gezogen. Schaut mal. Die Bettina macht immer ihre Fotos, ist auch eine spirituelle Fotografin und hat daraus ein Kartenset gemacht. Und ich liebe auch ihre Karten mit den Botschaften. Und da lese ich euch jetzt auch noch vor, was sie dazu geschrieben hat. Und diese Karte zeigt dir an, wie wichtig es ist zu glauben. Glaubst du an dich, deine Talente und Fähigkeiten? Warum nicht?
Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es dann tun? Um erfolgreich sein zu können, mache dir bewusst, wo deine Stärken liegen, wie du diese für dich nutzen kannst, um deine Ziele zu erreichen. Höre niemals auf, an dich selbst zu glauben. Du bist so viel größer, als du glaubst. Also es geht wirklich wieder auch um unser Selbstwertgefühl, um unsere Stärke, um unsere Kraft, wirklich da mehr und mehr reinzukommen. Und ja, es ist wirklich spannend, weil jetzt aktuell, das haben sich wieder so viele auch zu meinem 3-Wochen-Coaching angemeldet. Es ist einfach jetzt die Zeit, ne, dass uns das bewusst wird. Und ich bin da auch so dankbar für eure Feedbacks, ne, weil ihr habt ja auch das Gespräch mit mir, das Persönliche, sodass ich diesen Kurs auch wirklich an jeden Einzelnen auch anpassen kann. Und dass wir uns diese Problemthemen von dir anschauen können, ne? Also, dass ich wirklich für jeden Einzelnen bin. Es ist also kein Gruppencoaching, wie es jetzt oft angeboten wird, sondern wirklich einzeln. Und du kannst dann in deinem Tempo durch den 3-Wochen-Kurs gehen und hast dann immer einmal die Woche eine ganze Stunde Energieübertragung auf deine Themen. Und das ist so wichtig. Und dazu passt jetzt auch wieder diese Karte, dieses Glaube an dich und geh da auch weiter auf deinem Weg, ne? Weil viele von euch, die stocken jetzt immer wieder auf dem Weg. Die merken, okay, ich muss was anderes machen. Ich will meine Lebensaufgabe leben. Ich will da nach vorne kommen. Aber es ist immer wieder etwas, was sie zurückwirft und wo dann wieder Ängste kommen und Selbstzweifel kommen. Und genau dafür ist halt auch dieser Kurs. Und da passt die Karte jetzt wieder so mega, dass das jetzt wirklich in diese Zeitqualität reinpasst. Ja, ich würde sagen, von den Karten, das reicht. Und wir machen dann jetzt auch die Energieübertragung. Und ich habe uns auch 2 kleine Wunschfeen gekauft. Die habe ich im Vorbeigehen entdeckt und habe gedacht, das ist genau das Richtige für unser Neumond, für unsere Neumond-Energieübertragung. Ihr habt sie vielleicht auch schon gesehen, bei Instagram habe ich sie schon mit reingenommen und auch auf der Facebook-Seite. Und finde ich mega passend zu unserem Neumond-Video. Und also du kannst dir jetzt deinen Wunschzettel in die Hand nehmen und dann machen wir gleich dazu die Energieübertragung. So, ihr Lieben, da haben wir unsere beiden Karten und unsere beiden Wunschfeen. Ich stelle die uns mal auf die Karten drauf und hier könnt ihr sie euch nochmal anschauen. Ich finde die so süß, weil diese Federröckchen auch immer so hin und her wedeln, wenn da ein Windstoß kommt. Und ich kläre jetzt nochmal die Energie für uns. Und dann können wir auch starten. Ja, und dazu entspannst du dich. Locker nochmal deine Schultern und atme mal tief ein und aus. Damit resetten wir unser Energiesystem. Ja, und dann bitten wir alle Engel und alle Feen, weil wir jetzt ja die beiden hier stehen haben, darum, uns zu helfen, an unseren Wünschen zu arbeiten, energetisch. Und wir bitten sie jetzt hier anwesend zu sein, bei jedem Einzelnen von uns und uns zu unterstützen bei der Wunscherfüllung. Und die Energien beginnen jetzt auch direkt zu fließen. Nimm deinen Wunschzettel ruhig auch in die Hand. Schließ deine Augen und atme ganz entspannt weiter ein und aus. Ja, und die Engel bitten dich jetzt, dir vorzustellen, wie du von einem weiß-goldenen Licht umgeben bist.
Deine ganze Aura ist eingehüllt in dieses weiß-goldene Licht. Und eine kleine Fee steht nun vor dir und bittet dich, ihr deinen Wunschzettel in die Hand zu geben. Und du übergibst deiner Fee diesen Wunschzettel. Und in ihrer Hand verwandelt sich dieser Wunschzettel in eine Kristallkugel. Und deine Fee sitzt jetzt mit deinem Wunschzettel in der Kristallkugel vor dir und bittet dich, deine Herzensenergien für die Wünsche in diese Kugel fließen zu lassen. Und man spürt jetzt, wie von deinem Herzchakra ausgehend Energien in diese Kugel fließen. Und die Energien fließen so stark, dass du es in deinem Körper auch fühlen kannst. Und auch alle Engel, die anwesend sind, laden diese Kugel mit den passenden Energien für dich auf. Und die Engel bitten dich auch um Geduld mit deinen Wünschen. Und sagen dir: Alles, was du mit Geduld pflegst und Liebe pflegst, kann langsam wachsen. Und so nimmt die kleine Elfe jetzt deine Kugel und vergräbt sie in der Erde. Und dann spürst du einen violettfarbenen Nebel und aus dem Boden wächst eine schöne Blume. Und so wird es auch mit deinen Wünschen sein. Gib immer diese Liebesenergie in deine Wünsche. Und nach werden sie wachsen. Wie diese Blume. Und wir lassen die Energien jetzt noch ein bisschen in dein Energiefeld fließen. Und nehmen damit noch alle Blockaden auf, die in dir sind. Das sind Blockaden, die nicht an diese Wunscherfüllung glauben. Auch noch alte Glaubensmuster, die dir immer wieder sagen, du bist nicht gut genug. Du hast es vielleicht nicht verdient, was du dir wünschst. All diese Sachen werden mit den Energien neutralisiert. Und dann nimm wieder einen tiefen Atemzug. Bedanke dich bei den Engeln und bei den Feen. Und bleibe im
vollständigen Vertrauen, dass all deine Wünsche sich nach und nach, jeder zu seiner Zeit, erfüllen wird. Und dann komm ganz in deiner Zeit wieder hier im Raum an. So, ihr Lieben, ja, da sind wir schon fertig mit unserem kleinen Wunschritual, mit unserer kleinen Energieübertragung. Und ich finde, die Energien sind so stark da reingeflossen und auch mit der bildlichen Vorstellung, ne, dass wir den Engeln und den kleinen Feen diesen Wunsch übergeben und die sich verwandelt in diese Kugel und aus der Kugel wirklich diese Blume wächst. Und macht euch auch wirklich bewusst, desto mehr Liebesenergie ihr da reingebt in eure Wünsche, euch das auch bildlich vorstellt. Ne, im letzten Neumond-Orakel haben wir ja diese kleine Übung gemacht, ne, mit dem Fühlen, Sehen, Hören, wirklich alle Sinneskanäle durchzugehen und ihr der festen Überzeugung seid, desto schneller können natürlich auch diese Wünsche vom Universum erfüllt werden, ja, mit dieser Liebesenergie, die ihr da reingeben könnt. Und ja, also ich freue mich auch wie immer über eure Rückmeldungen, die ich ja auch so schön von euch immer erhalte. Also wenn ihr es nicht öffentlich schreiben wollt, ihr könnt mir auch natürlich eine Privatnachricht schicken über Facebook oder Instagram. Könnt ihr gerne machen oder natürlich auch per E-Mail. Also sprecht mich gerne auch an, wenn ihr noch Fragen habt. Ne? Könnt ihr euch immer gerne melden. Ja, dann klären wir nochmal die Energien zum Schluss. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit jetzt Ende Oktober, Anfang November in diesem Neumond-Zeitraum. Und wie gesagt, also nehmt einfach alles so hin, was sich zeigt. Und auch wenn alte Themen nochmal hochkommen, nehmt das einfach so an und schaut einfach dahinter, ne, was noch da ist. Da gibt es dann immer noch was zu klären. Ne? Da ist immer noch etwas nicht ganz aufgelöst. Und wenn ihr Unterstützung wollt, wie gesagt, wir können auch energetisch daran arbeiten, schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht. Da können wir auch bei deinem individuellen Thema gerne uns das anschauen. Ja, und ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis ganz bald. Tschüss! Thank you.